Also das ist mir gestern schon vorbeigegangen. Hier ist der MCT 580 und nachdem noch keine Besucher da sind, steht er exklusiv uns zur Verfügung. Dann haben wir das Datenblatt. Grundpreis 70.000. Gesamtpreis mit Extras 91.000. Also so wie er hier steht. Ja, und ist auf Mercedes Fahrgestell. Hat eine Länge von 7 Metern und eine Breite von 2,29. Und dann schauen wir mal rein. Ja. Genau. So, also dieser MCT 580 hat auch getrennte Einzelbetten. Wie wir das eigentlich auch sehr gerne haben. Das da, das ist die Verlängerung für die Mitte. Man kann das also reinlegen oder auch nicht. Und er hat auch hinten eine Ablage, was eigentlich sehr empfehlenswert ist. Und das Handy kann man auch noch ganz oben ablegen. Also, da ist auch dran gedacht worden. Eine Steckdose sehe ich allerdings. Doch, ist auch da. Also da unterhalb ist auch eine Steckdose, sodass für alles gewährleistet ist. Man hat die Abtrennung zur Restkabine, da ist auch keine Schiebetür, dafür ist hier ein Vorhang. Okay. Ja, und wahrscheinlich wieder ein halbhoher Vorhang. Ja, aber es ist besser als gar nichts. Ausreichend. Ja. Das ist schon ausreichend. Und hier haben wir noch Kleiderhaken, ja, die ganz gut sind, und das kleine Schränkchen. Kleiderschrank. Ja. Der, ganz schön. Ja, hier ganz praktisch angebracht ist. Für alle, die sich den bestellen, würde ich empfehlen, die Firma Jünger bietet an, kostenlos einen weiteren Ablageboden mit reinzubauen. Das haben wir angenommen für unser Mobil. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach ein Wunsch von uns war oder ob die das generell umsonst anbieten. Ja. Sie sollen halt einfach mit ihrem Händler drüber sprechen. Verhandeln. Ja, oder verhandeln, ja. So, dann haben wir hier die Küche. Die finden wir eigentlich im Prinzip sehr praktisch. Was haben wir da? Ach, das ist für den Fernseher wahrscheinlich, dass man den Fernseher zumachen kann. Ich war da von der Küche. Und da müsste seitlich ein Brett sein. Ja, ist es auch. Ja. Was hier nicht ganz so toll ist, das ist diese große Schublade. Denn man muss immer zur Seite treten, also man kann hier kaum stehen, wenn man die Schublade aufmacht, und muss immer zur Seite treten, und wenn man dann da hinten was rausholen will, muss man sich halt dann drüber bewegen. Also zwei kleinere Schubladen halten wir persönlich für sinnvoller. Ja, ist praktischer einfach. Ja. Also, klar. Ja, aber ansonsten hier schöne Auszüge. Da mal kleine Klappe. Kann man Küchenverlängerung. Ja, kann man schnipseln. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das wieder reinkriege. Und ansonsten haben wir dann hier noch eine große Klappe. Die ist in Ordnung. Kriegt man einiges unter. Und im Eingangsbereich hat man auch noch drei Haken. Das mit dem Fernseher, den kann man da sicherlich in irgendeiner Form versenken. Aber wir wollen jetzt da nicht zu viel rumbauen. Denn am Schluss beschädigen wir dann da was. Doch, vielleicht reinschieben. Ja, irgendwie funktioniert das sicherlich. Das kann ja jeder selber ausprobieren. Ja, also da wollen wir jetzt nicht hinlangen, denn nicht, dass wir dann da was beschädigen. Und hier ist das Bad. Das ist ein sogenanntes Duschklo, wie viele sagen, ja. Mhm. Wer damit zurechtkommt, der hat es sogar noch gemütlicher, weil er hat hier, wenn er die Toilette benutzt, ist wesentlich mehr Fußfreiheit. Das ist bei uns also etwas schlechter. Wenn wir unser Bad nicht als Raumbad benutzen, dann ist man in der Toilette ziemlich eingeschränkt. Also ich finde dieses Raumbad oder Toilettebad, Duschklo. Oder Duschklo, eigentlich schön groß. Ja, ja, natürlich. Also schon viel kleinere gesehen, aber hier, da ist ziemlich Platz. Es ist halt, wenn man die Dusche benutzt, es geht immer ein bisschen was neben raus. Also es ist halt nicht ganz so. Ah, da ist die Ablage, deswegen kriege ich es jetzt dazu. Da müsste ich die Fußablage rausmachen. Die gehört so und so raus, wenn man duscht. Okay. So, dann haben wir hier zwei schöne Schränke. Die sind absolut ausreichend.
die sind schön groß. Ja, hier kriegt man die Dinge rein, dass sie nicht in der Gegend herumfliegen. Da kann man nicht meckern. Und sogar hier ist noch ein kleines Schränkli drinnen. Kann man nicht meckern. Also, man hat den Raum bei Hübner wieder schön genutzt. Schau mal, da ist ja auch noch ein Schrank. Ja, und unten ist auch ein Schränkli, wo man also Vorräte, Toilettenpapier und so weiter reinmachen kann. Was mir jetzt persönlich auch sehr gut gefällt, ist der Spiegel, gerade hinter dir. Ja, das fehlt bei uns eigentlich, ja. Ja, das ist sehr schön. So, und hier haben wir die Sitzgruppe mit dem kleinen Hümmertischchen. Den kann man halt verschieben wahrscheinlich. Den kann man verschieben. Ich weiß nicht, für wie viele Personen ist das Fahrzeug? Das ist für zwei, oder? Eigentlich ist es für zwei bis drei Personen. Ja, da reicht das. Geht ja denn. Also das geht. Hab schon schmalere Tische gesehen. So, dann setzen wir uns mal ins Cockpit. Oh. Ins Cockpit kommt man gut rein. Dann haben wir hier die Verblendung. Das geht vielleicht elektrisch. Also eine Schiene, ja, vielleicht geht es elektrisch. Mhm. Und da haben wir hier das Mercedes-Design. Und da sollten wir ja auch nachfragen, ob es da irgendwelche Lieferprobleme gibt. Das werden wir jetzt dann gleich tun, weil die Verkäufer sind mittlerweile auch schon am Stand eingetroffen. Es ist jetzt 8:08 und in 8 Minuten öffnet die Messe dann offiziell. Ja, die Musik ist schon mal an. Ja. Und heute scheint sogar die Sonne und auch in die Halle rein. Ja, genau. Heute haben wir bestes Wetter hier in Konstanz, in Stuttgart. Stuttgart. Also das Lenkrad von Mercedes sieht natürlich schon toll aus. Hier mit dem Tempomat. Ja, mit Limiter und mit Tempomat. Also könnte mir auch gefallen. Das ist ein Lederlenkrad, so wie es aussieht. Schönes Fahrzeug, man hat auch ein wunderbares Raumgefühl. Ja, es hat auch solche Böden. Also ich weiß nicht, ist auch Doppelboden, so wie es aussieht, oder? Ja, hat durchgehend den Doppelboden. Mhm. Und auch noch viele Fächer in der Stufe. Ja. Ist auch, da sind auch noch Fächer. Und was wir auf jeden Fall sagen können, wir sind ja viel auch im Winter im Fahrzeug. Allerdings haben wir natürlich die alte Heizung. Mhm. Ich kann es nicht zur Truma bestätigen. Aber wir können sagen, dass wenn man bei uns im Fahrerhaus sitzt, und der andere im Wohnbereich, also es ist im Fahrerhaus nicht kälter als im Wohnbereich. Nein, also auf jeden Fall mal bei unserem Modell, ja? Wir haben das extra gestern nochmal nachgeschaut oder nachgefühlt, weil manche... Nachgemessen sogar. Ja, sogar mit dem Thermometer nachgemessen, weil wir schon mitbekommen haben, dass manche durch die Pedalen einen Zug bekommen ins Fahrzeug. Ja. Also das konnten wir jetzt, aber nicht wie gesagt... bei unserem Fahrzeug nicht feststellen. Ja. Das muss man ja immer nur dazu sagen. Nicht, dass nachher dann wieder heißt, ihr habt's gesagt. wir werden langsam vorsichtig. Ja, man muss ein bisschen vorsichtig werden mit dem, was man sagt. Wenn wir eine Aussage treffen, kriegen wir gleich kritische Kommentare. Ja? Man sagt zwar, umso besser der Kanal, umso größer die Anzahl an Hater, ja. Aber zu viele brauchen wir dann auch wieder nicht. Nein, ja? Also es ist immer aus unserer Sicht. Genau. Und auch nicht sehr detailliert. Und ohne weil wir Garantie. Uns ja nicht mit diesen Fahrzeugen intensiv beschäftigen. Ja, wir stellen sie einfach vor. Das, was wir sehen, das zeigen wir und. Nicht mehr und nicht weniger. Genau. So, und jetzt erkundigen wir uns mal, wie es mit den Lieferengpässen ausschaut. Genau. Also, ihr seht, wir stehen hier wunderbar im Sonnenlicht. Sonne scheint hier rein und dann lassen wir uns gerne ein bisschen anstrahlen. Ja. Es strahlt also heute nicht nur die Ursi, sondern auch die Sonne. Ja. Und wir haben uns jetzt kundig gemacht bezüglich dieser Rückfahrkamera. Also es gab offensichtlich ein Problem zwischen dem Mercedes-Bauteilen und den Hümer-Bauteilen bezüglich der Rückfahrkamera. Und dieses Problem ist jetzt von Seiten Mercedes behoben. Das heißt, alle, die ein Fahrzeug gekauft haben und deren Rückfahrkamera nicht richtig funktioniert hat, werden in den nächsten Tagen, / Wochen angeschrieben und bekommen diese Rückfahrkamera modifiziert, korrigiert oder eingebaut, je nachdem.
Und wer ein neues Fahrzeug bestellt, dieser MCT-Reihe, der bekommt bei Auslieferung eine funktionierende Rückfahrkamera. So die Auskunft, die wir von Hümer hier am Stand in der CMT erhalten haben. Mhm, genau. So, und jetzt schauen wir uns nochmal Heckgarage an. Ja, die haben wir nämlich noch nicht angeschaut. Ja, da gehen wir erst einmal hier außen rum. Da sieht man schon das große Hubdach. Und dann hat man hier die Tür ohne Fenster, aber das braucht man auch nicht unbedingt. Nee, ich habe ein Seitenfenster. Dann ist es ein Seitenfenster drin. Und wenn die Ussi so nett ist und einmal die Heckgaragentür aufmacht, dann können wir da auch reinschauen. Sag die mal auf. Gut, da sieht ihr, passt ein Roller gut rein und hier passen auch. Da müsste auch zwei Fahrräder reinpassen. Zwei Fahrräder reinpassen für 350 Kilo. Ist sie zugelassen und man kann sie aufrüsten bis 450 Kilo. Ja, und hier sind wieder die Steckdosen. Jawohl, oder? Wenn man zwei Fahrräder reinsteckt, müssen zwei sein. Jawohl, kann man beide Fahrräder auflösen. Und was man jetzt hier auch gemacht hat, dass man die Fächer etwas länger gezogen hat, diese Einsteckfächer, sehr, sehr lobenswert. Was vielleicht noch eine Idee wäre bei Hümer, nicht nur ein Netz hinzumachen, sondern zwei solche Netze, denn die sind eigentlich auch nicht schlecht. Aber, also bekannte Heckgarage von Hümer und ein tolles Fahrzeug. Lucy, sag deine Meinung dazu? Ja, das Fahrzeug wird mir sehr gut gefallen. Ja? Ja. Teilintegrierter, auch preislich, also bleibt unter 100.000 und auf diesen Listenpreis hat man ja auch noch einen kleinen Verhandlungsspielraum. Sollte man ausnutzen, ja. Und ja. Sieht gut aus. Da kann man was anfangen damit mit dem Fahrzeug. Ja, genau. Ich hoffe, dass wir nichts vergessen haben. Nee, das ist ja auch nur mal so ein Eindruck einfach. Haben wir ja ausführlich erläutert. Ja. Also, wir gehen jetzt unsere Garderobe, aber dann geht es weiter durch die Messe. Ja. Kommt damit. Ja, ich hoffe, ihr kommt alle noch mit. Ja.